Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim für die Switch. Ja, ich nehme jetzt doch noch Skyrim auf nach der Wow-Geschichte im letzten Part. Wow. Ich sag ja, das ist einfach asozial. One Hit. Unglaublich. Ehrlich, die haben... Ich weiß nicht, was die eingeworfen haben müssen, die Entwickler, aber nein. Müssen die gleichen Leute sein, die auch Super Mario The Lost Levels gemacht haben. Die Intelligenzbestien waren das garantiert. Und, wer kam auf die Idee, Zitrone und Pfefferminze zu mischen? Das schmeckt grauenvoll. Das ist nicht erfrischend, das ist so. Nee. Ich weiß nicht. Schmeckt einfach komisch. Ja. Ich habe keine Ahnung, was wir im letzten Mal gegangen. Oh ja, ich habe vergessen nachzugucken. Kacke. Dann machen wir das jetzt mal kurz. Ja. So. Feuerschleierhügel, nicht wahr? Feuerschleierhügel. Skyrim-Lösung. Na, da bitte, da ist es schon. App. Ja, yeah, erkunde den. Bla bla bla. Bla bla bla. Ah. Was? Aha, okay. Also damit das hier funktioniert scheinbar, muss man zuerst eine Quest aktivieren. Dann machen wir das mal kurz. Ich sehe hier gerade... Ach, die Dinger stehen ja immer noch hier. Neuer Tag, wir können neue Amiibo-Skills benutzen. Machen wir mal kurz. Ich muss sagen, also da ich mir hier gerade auf dem zweiten Bildschirm hier Elder Scrolls Skyrim VR ansehe, ich muss sagen, wir haben das in der Switch-Version besser gelöst als in der VR-Version mit dem, naja, mit der Steuerung. Ich meine, die Joy-Cons funktionieren ja wie diese VR-Steuerungspenöpel, ja. Aber da hat man es so gemacht, da läuft man halt mit den Steuerkreuzen auf den Joy-Cons. So wie man das auch irgendwie machen sollte. Naja. Ich freue mich auf alle Fälle darauf. Sollte Nintendo Skyward Sword Remake für die Switch ankündigen, was sie vermutlich machen werden, weil es dämlich wäre, das nicht zu tun. Dann haben sie da garantiert auch eine eigene Controller-Reihe zu raus. Ja. Würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Erzählt mir mehr über das Hügelgrab. Hört, ja. Ich habe einen dieser Geister mit eigenen... Zum Glück scheinen... Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügels? Lasst mich. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vendelius hat sich da. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Cool. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. So. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf. Haben wir jetzt gerade die Mission aktiviert und abgeschlossen? Wow! Wow! So ein Müll, ey.
Dann müssen wir wohl in ein anderes Hügelgrab gehen. So, hier. Ach, ich drücke schon wieder falschen Knöpfe. Machen erstmal Amiibo. Hier. Könntet ihr nicht vielleicht mein Schwert verzaubern? Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Honigenschnitter, Eisenpfeil. Den kann ich nicht mitnehmen, auch wenn der viel wert ist. Wir sollten uns zuerst wegteleportieren und Schmarrn verkaufen. Und ach, geht ja nicht. Angerwunde haben wir noch nicht abgeschlossen. Gehen wir da hin. Wir müssen erstmal den ganzen Seelenstein wieder aufladen, um an das Geld zu kommen. Ziel Angerwunde. Oh yeah. Hey, dann spielen wir an C4. Ah, und es wird noch Zeug hochgeladen heute und so. Und ach, Mensch. Ja. Waffen. Ich habe so viel Eisendolche hier. Ich habe auch noch einen Stahldolch. Gold und Reichtümer sind zum Greifen nah und ich muss alles aufgeben, weil So. sie vor ein paar Leichen Angst haben. Oh, ich habe euch gar nicht gesehen. Ich wollte mich ja nicht anschleichen. Ihr wirkt besorgt, was? Natürlich bin ich das. Ich stehe kurz davor, unglaublich reich zu werden. Wir haben dieses alte Grab ausgehoben und sind auf eine Kammer. Jedenfalls nicht soll. Wenn ich die Kreaturen in diesem Raum nicht überwinden kann, bekomme ich. Der Legende nach befindet sich in diesem Grab ein Schatz. Dieser Schatz wird ein. Wenn ich die Kreaturen in diesem Raum nicht überwinden kann, bekomme ich auch den Schatz nicht. Ich brauche mehr Leute. Ja. Was das angeht. Ich habe euch gar nicht gesehen. Also gut. Sorry, Boy. Oder Girl. Mein Schatz. Ja, ich bin ein Vampirfürst. Lasst mich. Menschliches Leben ist für mich nicht wichtig. Naja, außerdem irgendwie hat die Seenfalle da gerade nicht so schön gewirkt. Hi! Seele gefangen, sehr schön. Müssen doch. Kleine Heilung nehmen wir zweimal. Und das reicht eigentlich schon. Dammit, wo ist mein unerbittlich Macht da? Oh, komm schon. Ich hab dich getroffen. Really? Ich habe heute kein Glück, ich sterbe ständig. Mano. Ja. Ja, hi. Euch gar nicht gesehen. Ja, Natürlich bin ich machen wir das. wieder. Wir haben dieses alte Grab. Jedenfalls, wenn ich die Kreaturen in diesem Raum. Der Ja, aber den Legende nach dieser. Schatz. Wenn ich die Kreaturen in diesem Raum nicht überwinde, Ja, bekomme stirb. ich auch den Schatz. Gold und Reichtümer sind zum Greifen. Was sagtest du? Schlüssel zur Angerwunde, das ist schon mal praktisch. Zaubertrank der kleinen Heilung. So, und ich sollte jetzt mal den Sehnenbogen erstmal nehmen.
Mir fiel auf, dass es vielleicht ein Nuancelchen klüger. Ein Nuancelchen. Ich weiß, das Wort gibt es nicht wirklich. Das war's drin in der Runde. Und ciao. So. Und unerbittliche Macht ausrüsten. Kein Sehnstein ist groß genug? Was? Was ist mein ganzer Sehnstein los? Wenn die verbraucht, die Seelensteine? Das ist natürlich kacke. Dann passt das wohl doch nicht so, mein schöner Plan. Ich dachte, diese Vierdrachenklaue haben wir jetzt. Damit können wir in das andere Hügelgrab wieder reingehen. Dammit. Ah, da müssen wir erst Seelensteine kaufen, Lehrer. Dann führen wir den Plan jetzt so, wie er ursprünglich war. Wir haben diese Vierdrachenklaue. Damit gehen wir in das andere Grab rein. So. Dann kaufen wir neue leere Seelensteine, bevor wir hier wieder reingehen. Ich dachte, die Seelensteine werden nicht verbraucht, nur die Seelen in den Seelensteinen werden verbraucht. Das war so. Was meiner Ansicht nach auch irgendwie viel mehr Sinn gemacht hätte. Aber naja. Gibt garantiert eine Mod dafür, deswegen habe ich das nicht beachtet. Ich spiele es, wie gesagt, ich spiele es am PC immer nur sehr gemoddet. So, das ist halt auch einer der größten Pluspunkte gewesen für Skyrim oder immer noch. Dass man es halt einfach so modden kann, dass es tatsächlich ein komplett anderes Spielgefühl ist an manchen Stellen. Also du kannst aus Skyrim tatsächlich einfach ein Star Wars RPG machen. Und naja, man kann auch Herr der Ringe draus machen und so. Es gibt so viel Kostüme und Waffen und was weiß ich noch alles und Grafikmods und... Ach. Ihr könnt euch glücklich schätzen, hier in der Stadt und nicht in Flusswald zu sein. Ja. Die armen Leute da haben nicht mal eine Mauer. Ja, warum baut ihr da nicht eine, ihr Pfosten? Hi, du verkaufst Seelensteine. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Ja, sonstiges hier. Seelensteine, danke. Brauche ich. Den brauche ich auch. Schade. Ja, den kaufst du wohl. Ah, so kann man tatsächlich. Ich verbessere tatsächlich Redekunst. Da. Hab. Wenn ihr die Danke. Begabung habt, ja, Klappe. Arcana Verzauberer benutzen. Nichts zum Entzaubern. Schade. Dann verkaufen wir jetzt und kommen danach wieder her. So. In diesen Hallen hat niemand... Klappe, bitte. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden schmutzig. Was hast du gerade gesagt, Frau? Ja, müssen wir mal kurz schnell speichern. Ach, Mann. Na gut, dann halt nicht. Du solltest auch Ausdauer heilen, eigentlich.
Naja, dann halt nicht. Wo ist jetzt eigentlich diese Kackschmiedin? Adriane Aveniki. Ich meine, da ist der alte Keksbär da drin. Ja. Der funktioniert genauso gut, aber die andere ist halt einfach attraktiver. Willkommen. Ja, hier. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, viel Spaß. Ja. Mach mal. Nimm mal. Brauche ich nicht. Nimm mal. So. Sonstiges, ist da irgendwas bei? Eisenstiefel. Lederhelm. Gib mal her. Eisenbarren, ja. Lederstreifen, ja. Es ist schön, mit Ciao. Geschäfte zu machen. Ja, wir holen uns jetzt noch ein bisschen Schmiedelevels. Was? Hi, alter Kriegsbär. Dann muss ich gucken, ob ich das nicht irgendwie schon verbessert kriege. Auch ein schöneres Level hier. Mein Masterschwert. So. Hi, Ulfbert, wo bist du hin? Ja, ich weiß, du bist. Gut, gehen wir halt in der Nacht drüber schlafen. So. Schlafenbett. 15 Stunden. Passt schon. Der Patelan laufen. Kann es denn, dass die Adriane Aveniki tot ist? Weil wir die schon seit Urzeiten nicht mehr gesehen haben. Kann es sein, dass ich hier mit dem Spielsteinspiel, wo ich die irgendwann mal aus Versehen getötet habe? Oder die von irgendwem aus Versehen getötet wurde? Wieso aufschließen? Wieso ist das nicht offen? Ist doch 9 Uhr vormittags. Da haben die doch auf. Kind. Kultist. Ich könnte es ja vom Kultisten mitnehmen und verkaufen. Dunkelelf, interessant. Kultist. Durchsuchen. Versteckt. Entdeckt. Das ist Kacke. Ja, und Graumähne, hey, du verkaufst da auch. Eine Menge Stahl zu schmieden. Da, Kriegsbär, komm her. Was? Seit Adriens Tod muss ich sie von den Khajiit-Karawanen kaufen. Oh, was? Die ist wirklich tot. Ich versucht selbst welche her. Aber unsere Waren sind gut und die Preise gerecht. Das zählt. Ja, die ist wirklich tot. Wieso ist die tot? Wieso kann ich mich nicht mehr daran erinnern, dass die tot ist? Ha. Ihr braucht etwas? Ja, dass du deinen Kackladen endlich auf... Mach deinen Kackladen endlich auf. Hier, ich gehe auch hier hinten hin. Komm, mach. Ich gucke auch nicht hin. Oh, for God's sake. Hi, kann nicht bitte irgendwas machen, bis der. Jetzt ist der Vogel endlich drin. Nein. Hat ja nicht lange genug gedauert. Jetzt muss ich sie auch schon mal nicht aufschließen. Na, mal hin. Hi. Wir haben kleine, die besten Waffen und Rüstung. Ja, ja. Hier. Hab Spaß damit.
Eisenerz hole ich mir erstmal wieder. Leder. Reicht auch vier. Zack, schau. Ja. Ich finde es übrigens gut, dass es. Also, es gibt wirklich viel Skyrim-Mods, da muss ich tatsächlich sagen. Wieso kommst du immer mit raus? Wieso? So, hier, mach mal. Da kann man Eisendinge zurückcraften. Also ich mache erstmal einen Stahlbarren und dann mache ich hier ein paar Eisenbarren. Ich dachte, der müsste wieder neues Material haben. Naja, egal. Olle Eolund Graumähne. Der kann uns damit auch weiterhelfen. Gehen wir zur anderen Schmiede. Die Solda, oder? Was führt euch auf den Markt? Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Ah, Menschen, Hilfe. Menschen sind anstrengend. Und ja. Mir kann keiner widersprechen, Menschen sind wahnsinnig anstrengend. Grundlegend. Es gibt welche, die sind weniger anstrengend. Und denen steht man dann näher, aber der Rest der Menschen. Schlimm. Hi, jetzt bist du arbeiten, oder? Genau. Du redest Stusskeule. Hast nicht so viel Eisenerz, ne? Damit. So. Mir geht langsam echt das Geld aus. Zack, Schmiedekunst verbessert auf 30. Hi, oder Graumähne. Preist die Götter. Ja. Ja. Kaufen mal die da. Den Ochsendolch behalte ich mal. Nimm mal die zwei Stahldolche. Das war's noch nicht so ganz. Machen jetzt erstmal noch hier. Was da drin ist. So. Ich bin nicht besonders gesprächig. Heißt die Götter. Ja, ich weiß. Und in Skyrim muss ich tatsächlich sagen, Gott, wieso haben die so viele gleiche Synchronsprecher? Das ist ja anstrengend. Stahlkriegshammer. Sehr schön. Kultistenhandschuhe, Kultistenmaske habe ich noch. Was du mir abkaufst und den Rest kaufst du mir nicht ab. Schade. Dann, ciao. Das muss ja irgendwo Erfahrung herkriegen. Und dann muss ich mal gucken. Ja, ihr werdet mit allem fertig, genau. Gehen wir mal zurück zum Feuerschleierhügel und holen uns da wieder Saphirdrachenklaue. Warum sind Vampire? Ich verstehe das ganze System in Skyrim nicht. Ich finde es echt schade, dass es keine coolen Vampir-Mods für Skyrim gibt. Da habe ich bisher zumindest noch keine gefunden. In denen halt das Vampir-Dasein so richtig schön wird. Funktioniert ja nicht so gut. Ich fände tatsächlich so ein
so ein Vampirspiel, was halt noch so ein bisschen, naja, nicht so simpel ist wie Vampyr. Ich finde, das ist so ein bisschen, dem fehlt so ein bisschen der Einzigartigkeitsfaktor. Vampyr. Und ich weiß, die Amis nennen es Vampir oder Vampire oder so, aber das klingt halt einfach. Saphir-Drachenklau brauche ich doch, oder? Genau. Aha. Cool. Libelle, Eule, Wolf. Okay. Libelle, Eule, Wolf. Müsste passen. Zack und... Hey, Seenstein, sehr schön. Lederhemd kann man verkaufen, mitnehmen. Zauberbuch, Eichenhaut nehmen. Ha. Zack. Und eine Seele bitte. Zack, zack. Ja, aber greif mich ruhig mit Eiszaubern an. Die bringen bei mir nicht allzu viel. Wow, ich hab, ja. So. Ich habe jetzt echt nicht mehr allzu viel Probleme, ne? So. Erstmal, bevor ich da durchgehe. Okay, was ist hier oben? Du bist... Aufschließen muss ich dich... Du wirst dich kann ich einfach so öffnen, ne? Dann gehen wir erstmal zu dem. Ich habe ja so ein paar Dietriche, ne? Zack. Und ja, Meisterschloss ist super schwer. Zack. Hep. Ja, das dauert wohl ziemliche Weile hier. Ach, großer Gott, ich berühre den Stick kaum. Trotzdem zerbricht der Dietrich, ey. Alter Schwede. Okay. Das scheint wohl nicht allzu gut funktionieren. Dann würde ich sagen, dann war es an dieser Stelle mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.